Bratman ist ein Stück Wurst, das im Schutze der Nacht Vegetarier bekämpft. Dazu gehören auch Veganer und ähnliche Gruppierungen, die denken, dass das Essen von Nutztieren Mord ist. Er ist der Häscher der Nacht, der Unterdrücker der Witwen und Waisen. Er nimmt von den Armen und auch von den Bienen jeweils 2 Pfund und gibt es den Reichen. Zugegeben, sein Konzept ist noch nicht ganz ausgereift, aber er ist noch nicht lange im Geschäft. Bratman wurde das erste Mal in den 50er Jahren gesichtet. Es heißt, er sei maßgeblich an der Befreiung der Metschnecken beteiligt gewesen. Dafür gibt es allerdings keine Beweise. Er wurde in jenem Jahrzehnt gesehen, aber erst seit der Jahrhundertwende hat er einen festen Platz in der Gesellschaft. Als Bruce Wayne ist er der vermögende Inhaber von Wayne Enterprises. Das größte Problem dabei ist, dass er als einzige laufende, sprechende Bratwurst der Stadt ziemlich auffällt. So ist es auch kein Wunder, dass jeder die wahre Identität von Bratman kennt. Sein Lieblingslied ist der Brad Max Jingle. Bratman ist amtierender Weltmeister im Daumencatchen. Hätte er Arme, wäre das Ganze nicht mal halb so interessant. Bratman hat eine Bratpfannenphobie. Angeblich wird Bratman geschützt durch eine undurchdringbare Knusperlegierung. Eine Legende besagt, Bratman hätte einen Weg gefunden, wie Windows keine Probleme mehr macht. Rüjoker. Rüjoker ist eine manisch-psychopathische Rübe, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, Bratman auf den Grill zu befördern. Er mag Spaziergänge im Regen und Chips mit Speckgeschmack. The Rippler. The Rippler ist das wohl rätselhafteste Stück Fleisch der Geschichte. Er verwirrt seine Gegner durch völlig sinnlose Rätsel, wie etwa Sudoku. Neben seiner Tätigkeit als Bösewicht erfindet er mit Vorliebe Spielshows. So hat er in etwa das Glücksrad erfunden und auch Ruckzuck. Unter dem Pseudonym Guido Kanz moderiert er darüber hinaus auch die tolle Show Deal or No Deal. Er ist der Urvater des Hot Buttons. Das böse Fischstäbchen. Das böse Fischstäbchen ist, wie der Name schon sagt, halb Fisch, halb Stäbchen. Er lebt im Untergrund und vertreibt eine Scheinfirma namens Iglo. Im Zuge der Firmenpolitik hat er einen alten Mann engagiert, der sich mit Vorliebe mit Kindern auf Schiffen herumtreibt. Seit Bratman ihm mal sagte, dass er scheiße aussieht, hat er einen Hass auf die Bratwurst der Gerechtigkeit. Fat Woman. Fat Woman ist die Geist der Nahrungsmittelindustrie. Sie liebt es einfach, alle möglichen fettigen Dinge in ihren Mund zu stopfen. Demzufolge ist sie täglich dabei, in irgendwelche Geschäfte oder Produktionsstätten von Lebensmitteln einzubrechen und um dort ihre Fresssucht zu stillen. So würde sie auch liebend gerne Bratman vernaschen. Nebenbei hat sie Hausverbot bei McDonald's, wegen einer offenen Rechnung von 1 Euro. Deswegen kam sie erst auf die internationale Gesuchtenliste der Schurken von Weight Watchers.